Sie stehen ganz am Anfang Ihrer Schulkarriere, Junglehrer. Wir begleiten Sie bei den ersten Schritten im Job. Es gibt hin und wieder Zeiten, wo man demotiviert ist, einfach nur heulen möchte. Der Druck ist enorm. Ihre ersten Unterrichtseinheiten, wie Junglehrer oft auf eine harte Probe gestellt werden. Das ist doch alles an. Die Technik funktioniert heute nicht. Hey, so Leute, es reicht jetzt. Man macht alles halt zum ersten Mal. Schon eine Herausforderung auf alle Fälle. Zwischen Niederlagen und Höhenflügen und wie sich Junglehrer nach ihrem Schulalltag ablenken. TAF, die Junglehrer, Beruf oder Berufung? Eine von ihnen ist Aygül. Die 26-Jährige kommt frisch von der Uni. Seit 6 Monaten sammelt sie Praxiserfahrungen als Lehreranwärterin am Eckener Gymnasium in Berlin. Das ist im Stadtteil Mariendorf, ganz im Süden der Hauptstadt. 750 Schüler fasst die Schule, 60 Pädagogen unterrichten hier. Den Berufswunsch, Lehrerin zu werden, hatte Aygül schon in der Grundschule. Ich habe im Unterricht gerne meine Lehrerinnen und Lehrer beobachtet und dann quasi auch zu Hause die Lehrerin gespielt, quasi nachgeahmt. Und so kam es dazu, dass ich dann Lehramt studiert habe. Aus einem Spiel wird der Traumjob. 6 Jahre studiert die gebürtige Berlinerin mit türkischen Wurzeln Mathematik und Chemie, denn das sind ihre Lieblingsfächer. Doch bevor Aygül als Lehrerin an einer Schule unterrichten darf, muss sie durch das Referendariat. 1,5 Jahre Ausbildung und hier lernt die 26-Jährige, wie es ist, auf der anderen Seite der Schulbank zu stehen. 8 Stunden pro Woche darf Aygül schon ganz alleine eine Klasse unterrichten. Heute 10. Jahrgang in Chemie und vor jeder Stunde ist sie nervös. So, die Stunde hat schon begonnen, meine Lieben. Setzt ihr euch mal bitte hin. Warum kommt ihr zu spät? Wo warst du? Setze dich bitte ganz schnell hin. Als junge Lehrerin übernimmt man ja auch gewissermaßen die Verantwortung von so vielen Schülerinnen und Schülern. Da ist man schon am Anfang etwas überfordert und das macht dann einem schon auch Angst. Aber es gehört einfach auch dazu. Die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 16 und 18 Jahre alt. Aygül nicht mal 10 Jahre älter. Wir haben heute einiges vor. Wir werden gleich einen Versuch durchführen und ihr werdet beobachten, was in dem Versuch jetzt gleich passiert. Dabei hat Aygül ihre Klasse im Griff. Die 26-Jährige hat dafür nämlich ihre eigene Strategie, eine Lesebrille. Die Brille ist ein Mittel, dass ich autoritärer wirke. Und Brille aufsetzen bedeutet für mich, okay, der Unterricht beginnt jetzt. Der Plan geht auf. Die perfektionistische Referendarin hat ihre Klasse unter Kontrolle. Einer von Aygüls Kollegen befindet sich 2 Etagen unterhalb. Referendar David. Der 28-Jährige arbeitet seit 1 Jahr am Gymnasium. Den Entschluss, Lehrer zu werden, hat er seit seiner Abi-Zeit. Ich habe im Grunde während der Schulzeit angefangen, Nachhilfe zu geben. Ich hatte relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich gerne Sachen erkläre. Wusste, dass ich Mathe und Informatik gerne mache. Und dann habe ich mich für das Studium entschieden. Und war eine gute Entscheidung. Wie Aygül unterrichtet auch David 8 Stunden die Woche alleine. Heute soll es eine Doppelstunde Mathematik sein. Das Problem, der Unterricht findet an einem Freitagnachmittag statt, kurz vor dem Wochenende. Eine Herausforderung. So eine Freitag-Doppelstunde kann schon mal ordentlich schlauchen, weil das ist natürlich die Motivation nicht mehr die höchste und die Aufnahmefähigkeit ist auch nicht so die höchste. Und das Schlimmste, was heute passieren kann, ist, dass es halt unruhig wird. Davids Klasse, ein 9. Jahrgang, Mittelstufe. 19 pubertierende Schüler zwischen 14 und 16. Davids erste eigene Klasse. Dann wünsche ich euch erstmal einen schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Sturm. Und zwar werdet ihr heute als Rechenteam in Partnerarbeit ein paar Sachen berechnen. Auf geht's. Also gerade in der Stunde ist wichtig, dass sie viel selber aktiv sind. Also denn ansonsten schalten 2/3 der Klasse ganz schnell ab. Nach regelmäßigen Unterrichtsbegleitungen bei erfahrenen Lehrern übernimmt der 28-Jährige die Schüler. Heute ist seine 190. Unterrichtsstunde alleine. Doch die beginnt chaotisch. Colin, hey, Leon, wir beruhigen uns jetzt bitte ganz kurz. So, Leute, es reicht jetzt. Benevito. Von was träumst du nach? Die sind einfach durch, die sind mental komplett durch. Das schafft man nicht annähernd so viel, wie man geplant hat. Und das kann dann schon mal sehr anstrengend sein, also gerade wenn man aus dem Amman nicht mehr rauskommt. Ich werde dann irgendwann auch ein bisschen matschig im Kopf. Schon eine Herausforderung auf alle Fälle. Eine Herausforderung auch für seine 19 Schüler. Denn auch die müssen sich an den jungen Lehrer erst gewöhnen. Einer davon, Benevito, 14 Jahre alt. Ich kann
kann das nachvollziehen, dass wir als Klasse oft nicht einfach sind. Und da trotzdem das Gleichgewicht zwischen Ernst und Beibringen zu behalten, das finde ich ja bewundernswert, vor allem bei Referendaren, dass sie das so hinkriegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ihn sozusagen schonen, nur weil er ein Referendar ist. Er wird genauso schlimm behandelt wie alle anderen Lehrer auf unserer Schule. Er kriegt sozusagen dieselbe Breitseite. Besonders an diesem Freitagnachmittag. David wird auf eine harte Probe gestellt. Leon, kümmere dich jetzt bitte um deine Aufgaben. Pack es bitte weg, was auch immer das ist. Was ich so ein bisschen unterschätzt habe, ist, man muss halt auf alles immer spontan reagieren und macht alles halt zum ersten Mal. Also jede Reaktion ist ja im Grunde das erste Mal, dass man mit irgendeiner neuen Situation umgehen muss. Ich glaube auch, dass ich insgesamt wahrscheinlich zu nett bin bisher noch. Aber man will es ja auch nicht mit der Klasse sich gleich verscherzen. Und das ist, glaube ich, das, was man lernen muss. Zurück in der Chemiestunde von Aygül. Die konsequente Referendarin hat zwar ihre Klasse voll im Griff, aber dafür ein ganz anderes Problem. Da ist doch alles an. Computer ist auch an. Naja, egal. Die Technik funktioniert heute nicht. Eigentlich wollte Aygül ihren Schülern die komplizierten Chemieaufgaben auf dem Beamer zeigen. Stattdessen muss die junge Lehrerin jetzt spontan auf klassische Arbeitsblätter zurückgreifen. Schlag dir mal bitte eine Seite weiter. Ihr versucht mal, eine allgemeine Reaktionsgleichung aufzustellen. Ihr habt dafür jetzt erstmal 4 Minuten Zeit. Let's go. Aygül muss heute also improvisieren. Als Referendarin komme ich an meine Grenzen, wenn der Unterricht einfach nicht läuft, du dir aber vorher so viel Zeit in die Planung gesteckt hast. Deswegen bin ich ein bisschen, ja, Visualisierung wäre ganz nett jetzt gewesen, aber irgendwie läuft das Programm nicht. Meine Lieben, ihr habt alle zu tun. Habt ihr die Reaktionsgleichung schon? So schnell? Ja. Seid ihr euch da sicher? Ja. Aygüls Schüler sind schneller mit den Aufgaben fertig als geplant. Das Schwierige hier im Chemieunterricht ist, dass ich noch nicht so richtig einschätzen kann, wie leistungsstark sind sie und wo brauchen sie noch Einhilfen. Beim nächsten Mal würde ich die Aufgabenstellung einen Tick schwieriger stellen. Aber das lernt man mit der Zeit. 15 Minuten vom Berliner Gymnasium entfernt wohnt Aygül. Zusammen mit ihrer Mutter Mine und ihrem 14-jährigen Bruder Emre. Ich wohne noch bei meiner Mama, weil wenn ich nach Hause komme, ist dann meistens schon das Essen fertig. Und die Menschen, die man sehr mag, hat man dann noch neben sich und kann dann noch über die Schule reden. Und dann versuchen sie, mich irgendwie abzulenken, mich irgendwie zu trösten. Besonders Mutter Mine ist Aygül eine große Hilfe. Aygüls Eltern stammen ursprünglich aus einfachen Verhältnissen in der Türkei. Die 47-jährige Mama unterstützt Aygül auf dem Weg zu ihrem Traumjob. Mein Leben ist über Aygül abhängig. Ich muss pünktlich zu Hause sein, kochen, für sie alles erledigen, dass sie arbeiten. Wenn ich das nicht unterstützen würde, schafft sie das nicht. Aber das mache ich von meinem Herzen. Ich bin sehr stolz mit Aygül, ne? Zurück im Eckener Gymnasium in Berlin-Mariendorf zu David. Nach fast 90 Minuten beendet der Junglehrer die Doppelstunde Mathematik mit letzten Rechenaufgaben. X hoch 0 ist was? Benevito? Nein, x hoch 0 ist nicht 0. Man merkt jetzt ein bisschen, die Luft geht langsam raus. Und 80% oder so haben wir geschafft. Das Wichtige ist halt, dass der Kern der Stunde angekommen ist. Und das habe ich geschafft. Ein Erfolgserlebnis für den jungen Referendar. Doch kurz vor Unterrichtsschluss beschäftigt die Schüler ein ganz anderes Thema. Hat Ihre Band einen Instagram-Account? Davids Schüler entdecken das außergewöhnliche Hobby ihres Junglehrers. Jörn, dreh dich jetzt mal bitte zu deiner Gruppe. Wie heißt Ihre Band? Darüber reden wir jetzt nicht. Wir machen jetzt Mathe. Ich hab's herausgefunden. Was seid ihr eigentlich alle für Stalker, ey? Wir haben heute Morgen erfahren, dass der Sturm ein Bandmitglied ist. Tatsächlich, neben seinem anständigen Beruf als Lehrer ist David Gitarrist in einer Heavy-Metal-Band. Und seine Schüler haben das gerade erst herausgefunden. Zweimal im Jahr tritt Davids Band in Clubs auf. Ihr nächster Auftritt ist in einem Berliner Underground-Club und das wissen seine Schüler jetzt. David und seine Kumpels legen sich ins Zeug. Der Junglehrer ist ganz in seinem Element. Es sind sogar einige seiner Schüler da. Wie das wohl ankommt, Heavy Metal und Lehrer? Ich bin hier, wer ich bin. Und man kann halt auch viel lockerer sein. In der Schule habe ich eine gewisse Rolle. Als Lehrer habe ich eine Vorbildfunktion. Ich muss viel mehr aufpassen, was ich sage. Als Musiker bin ich halt Privatmensch. Und die Selbstbeherrschung, die man in der Schule aufrechterhält, fällt hier halt alles weg. Während Junglehrer David in Berlin die Bühne rockt, bereitet 50 Kilometer weiter in Frankfurt-Oder diese Junglehrerin zu Hause ihren Unterricht vor, Caroline. Die 26-Jährige ist Deutsch- und Politikreferendarin im ersten Jahr. Ein Fulltime-Job, 50 Stunden die Woche.
Der Job als Referendar vereinnahmt einen schon sehr. So wirklich abschalten ist schwierig, weil wenn ich im Unterricht stehe, muss ich abliefern. Und das ist ganz egal, was bei mir zu Hause los ist. Zum Unterricht muss ich schon fertig sein. Denn anders als bei erfahrenen Lehrern, die im Unterricht schon Routine haben, müssen sich Referendare jeden Schultag neu erarbeiten. Heute korrigiert sie Deutscharbeiten. Das ist nicht nur Noten geben für die Schüler, sondern auch ein Learning für die Referendarin. Klassenarbeiten sind definitiv ein Leistungsfeedback auch für mich als Lehrerin, weil ich sehe, ob der Großteil der Klasse das verstanden hat, was ich gemacht habe. Und das sagt mir ja auch, ob ich meinen Unterricht gut gemacht habe. Wie jetzt, wo ich merke, dass die Arbeiten viel, viel besser sind als das, was ich vor 2 Wochen mal eingesammelt habe. Da ist man sehr stolz drauf. Und fühlt sich auch darin bestätigt, dass das, was man gemacht hat, bei den Schülern angekommen ist. Und das ist für einen natürlich schön zu sehen, wenn die Schüler was verstehen. Deswegen macht man den Beruf ja, wenn man Schülern was beibringen will. Doch Carolins nächste Unterrichtsstunde scheint aus dem Ruder zu laufen. Richard, Luis, Tom, seid zu laut. Ich habe das auch noch nie unterrichtet, das heißt, ich weiß nicht, wo sind Stolpersteine, wo gibt es vielleicht für die Schüler Probleme. Wie die Junglehrerin mit Problemschülern umgeht und warum sie am Ende Applaus bekommt. Danke. Morgen in Junglehrer, Beruf oder Berufung, hier bei TAF.